Und es gibt. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, das ist jetzt meine Chance. Nichts bleibt weg. Hau bloß ab. Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 2. Und heute haben wir einen ganz, ganz speziellen Gast dabei, und nämlich den Bitwalker. Grüß dich. Servus, hi. Ja, Bitwalker, ich weiß nicht, ich denke, viele von euch kennen den nämlich schon. Also zumindest wurde er mal vorgeschlagen jetzt, dass ich mit ihm mal aufnehme. Und er hat sogar meinem Anruf direkt gefolgt. Das hat mich echt sehr gefreut, weil Bitwalker für mich einer der ersten Forza-Let's Player war, die ich überhaupt auf YouTube gesehen habe. Das war noch zu Forza 4 Zeiten, also ja. Damals, als Forza noch gut war. Ja, so kann man es echt ausdrücken, ja. Also, es war damals, ich war eben Forza 4, war ich auch unterwegs, bin ja in der Liga mitgefahren. Du bist, glaube ich, auch mal in der GTCC, glaube ich, mal eine Weile mitgefahren. Ja, da war ja welchen dabei, genau, stimmt. Genau, ich war da eben in einer anderen Liga dabei, und ich bin ja noch gar nicht auf YouTube so richtig aktiv gewesen, und habe ich dann gesagt, gibt's da auch jemand, der Forza macht? Das ist ja auch so was anderes, ne? Und da bin ich eben damals schon auf dich gestoßen, also für mich echt so, für mich so eine kleine Legende, muss ich sagen, auf jeden Fall auf YouTube, was zumindest Forza angeht, muss ich echt so sagen. Na cool, freut mich. Tja, wir sind ja jetzt gemeinsam unterwegs, haben gedacht, fahren wir mal so ein bisschen rum, vielleicht suchen wir uns ein kleines Ziel aus oder so. Ich folge dir einfach mal ganz unauffällig und hoffe, dass ich nicht gegen einen Baum knall. Ja, mein größtes Problem hier bei diesem Spiel, echt diese blöden Bäume, die überall herumstehen. Ja. Weil immer dort, wo ich fahre, komischerweise, weiß nicht, was da los ist. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, jetzt höre ich dich in-game auch noch. Muss ich, ob ich dich da irgendwie muten kann, in-game? Oh. In-game? Ah, okay. Ja, vielleicht geht es über die Kinect oder so, ich weiß es nicht. Ach so, das kann natürlich sein, aber wenn wir in der Party sind, Kinect habe ich gar nicht eingestellt, oder? Warte mal. Ja, ich gucke gerade mal. Gucken wir doch einfach. Nee, Party ist ja gar nicht offen. Warte mal, wollte ich gerade sagen, ist eine Party überhaupt offen? Kann das sein, dass du bei deiner Elgato-Software den Sound nicht gemutet hast, vielleicht? Doch, den habe ich. Warte mal, ich muss jetzt gerade mal gucken. Das ist natürlich jetzt super peinlich hier. Warte, schnellst du einfach raus und fertig, das ist doch wurscht. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich dich muten kann, das ist das Problem. Also in-game. Ah, da, Spielerliste, dann bin ich blöd. Da müsste ich dich doch... So, stumm schalten. Alles klar, wunderbar, jetzt passt's. Also. Ja, genau, also dann fahren wir doch einfach mal irgendwo hin, vielleicht... schönes Städtchen. San Giovanni ist doch ein schönes Städtchen, wie ich finde. Da fahren wir doch vielleicht mal... Ja, dann, auf Untergas noch. Ich verfolge dich mal unauffällig. Ich kann da ja so eine Gruppenrude setzen. So, Gruppenrude. Oder? Ist das jetzt gesetzt? Ja, ich war schon was da. Blau habe ich was gesehen da bei mir. Jetzt. Ja, ist schon da. Wunderbar. Ja, übrigens, ihr kennt es ja schon bei mir auf dem Kanal, dass ich natürlich auch Autowünsche erfülle. Und ihr seht schon hier den Supra in einem ganz bekannten Fast and the Furious Design. Da ist ja damals Paul Walker im ersten Film mit rumgefahren. Und das haben sich zwei Leute sogar gewünscht. Beide Leute den gleichen Wunsch, dass sowas soll es ja auch mal geben. Und zwar, das war einmal der Kai und der Michael. Die haben sich gewünscht, dass wir den hier voll aufbauen. Da hat er so mittlerweile 1000 PS. Man mag es kaum glauben. Und die haben sich gewünscht, dass ich hier kein Twin-Turbo oder sowas reinklatsche, sondern ein Single-Turbo. Also ja, richtig fette Maschine. Ja, zu Bitwalker, wie gesagt, möchte ich auch natürlich nochmal was sagen. Also ich denke mal, viele von euch werden den kennen. Wie gesagt, schon länger auf YouTube unterwegs und auch natürlich im Verhältnis zu unserem Kanal ein etwas größerer Kanal. Allerdings, Bitwalker, muss ich jetzt sagen, ist mir auch so aufgefallen, dass du jetzt viel mehr auch Livestreams machst. Entschuldigung. Ne? Ja, kein Problem. Dass du jetzt viel mehr Livestreams und so machst. Ne? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin, wie soll ich sagen, das ganze YouTube ist ja für mich ein reines Hobby. Ja. Und ich bin eigentlich überrascht, wie schlecht das mein Kanal läuft. Im Prinzip ist mir sehr wurscht, aber er läuft eigentlich relativ schlecht. Ich habe jetzt glaube ich 5000 Abonnenten und habe die Video-Views relativ wenig drauf. Ja? Aus welchen Gründen auch immer. Ich bin eigentlich der Meinung, dass dieses normale Let's Play einfach schon ein bisschen ausgelutscht ist. Ja? Weil ich persönlich muss sagen, ich schaue keine YouTube-Videos. Ja. Weil wenn ich Zeit habe, und das ist einfach mit Familie und Fulltime-Job halt sehr wenig, dann zocke ich lieber, weißt du? Da hocke ich mich vor dem Bildschirm und schaue mir das Spiel an und denke mir, scheiße, ich würde lieber gerne selber spielen. Und ich spiele einfach selber, ja. Und ich habe mir entschlossen, einfach, nachdem ich über 2000 Videos online habe, dass ich mich primär einfach jetzt
Interaktion suche, also wirklich spiele und mit den Leuten nebenbei live quatschen will. Und das geht einfach mit Livestreaming. Und das mache ich auf Hitbox. Und auf YouTube mich eher darauf beschränke, so speziellere Sachen zu machen, dass du mal ein Tutorial machst, dass du halt mal, so eine Hilfestellung oder irgendwas in die Richtung, oder ein bisschen so Screencasts oder irgend sowas. Also dieses ganz normale Let's Play, was du so 30 Minuten, 40 Minuten läuft, das werde ich eher nicht mehr machen. Also eher so eine Kurzvariante, Zusammenschnitte, sonst irgendwas. Mal schauen, ob es was bringt. Ja, man sagt ja auch mittlerweile schon, dass es Livestream eigentlich so das Neue ist für die Let's Plays auch einfach oder halt überhaupt für das ganze Gaming, weil, wie du schon sagst, Let's Plays mittlerweile halt irgendwie jeder macht. Also es ist total übersättigt, wenn man, der Markt. Also das ist echt schon der Wahnsinn. Und Livestream, wie gesagt, ist für uns, bei uns auf dem Kanal, also wir betreiben das ja mit mehreren Leuten hier bei uns, noch gar kein Thema gewesen, muss ich sagen. Allerdings sind wir jetzt auch so langsam so dran, da wirklich dann auch mal einzusteigen. Und, auch mal gespannt, wie der Schritt dann uns so gelingen wird. Ich finde es einfach spannend, weil es einfach, wenn du jetzt ein Video aufnimmst, nimmst es auf, lädst es hoch und dann wirst du irgendwann freigeschaltet und hast irgendwann Reaktionen drauf. Ja. Weil es zwar ganz nett, aber wenn du einen Livestream machst, dann hast du die Reaktion einfach sofort. Ja. Also du kannst jetzt, gerade wie es bei Hitbox zum Beispiel ist, da hast du so gut wie keine Verzögerung. Also es sind nur ein paar Sekunden. Also dann der große Nachteil von Twitch zum Beispiel, du hast Verzögerungen von bis zu 30 Sekunden. Ja, das ist halt blöd, Und da kannst du wirklich sagen, komm, sag zu mir, was soll ich nehmen, wo soll ich hinfahren und so weiter. Und nach ein paar Sekunden hast du die Antwort. Und ich glaube, das ist für die Leute da spannender, wenn sie direkt mitentscheiden können, auch wenn sie nur zuschauen. Ja. Und glaube ich halt einmal. So, wie es wirklich entwickelt, wird man jetzt sehen, aber ich habe momentan mehr Spaß an dem als wie. Ja, das glaube ich. Also ich bin auch auf jeden Fall jetzt echt Feuer und Flamme mittlerweile, das echt mal umzusetzen. Habe jetzt auch eben hier meine Zuschauer hier gefragt, wie es aussieht. Und bis jetzt hat auch jeder gesagt, ja, bitte Livestream. Und jetzt höre ich hier von dir auch noch Gutes und ich glaube, da bin ich jetzt auch mal kurz davor, einen zu starten. Ja, ich würde es einfach mal machen es ist halt. Technisch gesehen musst du einfach schauen, ob es geht, aber nachdem du am PC arbeitest, dürfte das kein Problem sein. Ja. Ich denke, dass es auch ohne weiteres an und für sich geht. Also ist der Auto verschwunden, was ist denn da los? Ja, ich denke, jetzt machen wir mal hier noch so ein kleines Rennen. Ah ja, okay. Ganz gechillt. Eine Autoklasse, hast du eine? Nimm, was du willst, die wird dann nicht gefragt, hoffe ich, oder? Weil ich habe noch keine Meldung bekommen. Ja, ich muss hier noch erstellen. Ich mache jetzt einfach mal Klasse A. Ja, was auch immer. Wetter machen wir, heiter, Tageszeit. Ohne Bäume, wenn geht. Ja, ohne Bäume. Ja, Bäume wollte ich auch nochmal drauf. Bäume sind auch absolut mein Endgegner in dem Spiel. Also wenn es einen Baum gibt, dann nehme ich den mit. Das ist furchtbar. Wahnsinn. Echt furchtbar. Ja. Und was mein besonderes Talent ist, dass ich ein Rennen so circa 200 Meter vor dem Schluss versaue. Das kann ich ja wirklich regelmäßig in... Ja, da hab ich letztens dein letztes Horizon-Video noch angeguckt. Ich glaube, da warst du mit dem Hammer unterwegs. Ja. Und da hatte, glaube ich, auch kurz vor Schluss. Ja, das auch, kann ich. Also das kann ich wirklich. Bei mir ist es sogar so, dass ich kurz vor Schluss meistens sogar noch mal ein paar einhole. So, jetzt haben wir ja hier einen Zeit-Timer. Jetzt weiß ich nicht mal, was ich da nehmen soll. Immer mal. Ja, jetzt habe ich gar nichts gewählt. Jetzt habe ich irgendwas. Das bin ich mal gespannt. Ich habe mein F-150 eingebockt, den mag ich recht gern. Oh, ich habe einen Jaguar. Ja, mal schauen. Den XKR. Na, schauen wir mal, was da jetzt hergeht. Also ziemlich eine Heckschleuder, glaube ich, wenn ich mich noch richtig erinnere. Bevor wir das hier eben aufgenommen haben, wollte ich eben für mich ein Gameplay noch aufnehmen, also das letzte Event vor dem Finale hier. Und habe auch den Jaguar genommen und habe mir gedacht, war eine Fehlentscheidung. Aber es liegt vielleicht an meinen nicht vorhandenen Setup-Kenntnissen und ich bin so ein Gefühlsschraube, ich schraube noch Gefühl herum. Und meistens geht es einfach in die Hose und naja, egal. Hab's dann lassen. Warte. Ja, geht schon los. Ja, ich bin auf die Cockpit-Führung umschalten. Ich bin der Cockpit-Führer. Ja, ich war auch, muss ich sagen, viel lieber in der Cockpit-View. Allerdings habe ich jetzt gemerkt, dass ja gerade in Horizon, auch schon beim ersten Horizon-Teil, ich dann doch irgendwie mir einfach die Übersicht fehlt. Weil man halt jetzt zum Teil Strecken fährt, die man halt vorher nicht gekannt hat. Und, es ist mühsam, das stimmt schon. Aber ich kann nicht fahren, weil ich einfach das Gefühl fürs Fahrzeug nicht kriege. Ja, das stimmt. Also das Fahrzeugfeeling kommt natürlich. Das ist so ein Feeling. Viel besser rüber. Ja, das war jetzt eher Übersicht, ne? Da hat man nicht gesehen, dass es eine Kurve kommt.
So. Gucken wir doch mal. Ja, du darfst schon angreifen, also brauchst du nicht hinter mir hergucken, ja, nee, das gut ausschaut. Ja, das geht nicht mehr hier. Also dein Auto, der sieht ganz schön gut. Ich war ja hier mit dem Standard, wobei der ja eigentlich auch ordentlich Bums hat. Ja, ich liebe das. Also das Fahrzeug fahre ich irrsinnig gern. Ist ja ein Offroader halt, ne? Mal gucken. Beim Euro-Land ist das ein Riesenvorteil. Ja, klar. Aber kann man halt einfach mal drauflatschen. Wenn man gegen die Wand fährt, nutzt das halt auch nichts. Das Problem ist wirklich, wenn du ein Video, also wenn ich Videos aufnehme und das bei einem Racer mache, ich höre irgendwann mal auf zum Reden, wenn ich so auf so konzentrieren muss auf das, ja, Racen. Ja. Ja, so geht's mir auch. Also das sage ich auch dann immer meinen Zuschauern. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade mal wieder ein bisschen still bin, weil jetzt muss ich mich echt mal konzentrieren. Also bei Horizon geht's sogar manchmal noch. Aber ich mache ja auch noch, immer noch spiele ich Forza Motorsport, nehme es ja auch immer mal auf. Kommt bei uns zwar nur einmal die Woche. Aber das ist auch tatsächlich so, gerade bei Rennen, wo wir wirklich anstrengend sind, wenn man wirklich mal so ein richtig krasses Rennauto unter der Füße hat, halt dann, ja, ist schon, bin ich manchmal echt auch still. Weil es einfach manchmal echt nicht anders geht. Da sind wir, glaube ich, auch als Männer, fehlt uns ein bisschen das Multitasking. Reden und fahren gleichzeitig. Ich kann dich trösten, es gibt in Wirklichkeit kein Multitasking. Ja. Und es gibt. Ah, scheiße. War das jetzt meine Chance? Nichts bleibt weg. Hau bloß ab. Boah. Ah, die schiebt ins Ziel, komm. Ja. Nett. Das zum Thema, ich versau das Rennen kurz vor Schluss, ja? Ja, hast treu geblieben. Bäume gab es nicht, gab es keine. Ja, also. Wenn du schon keine Bäume herzaubern kannst, dann fahr ich einfach gegen die Wand oder so, ist kein Problem. Ich passe mich doch eher gerne an. Also zum Thema Multitasking, dass wir ein bisschen was lernen bei unserer Sendung heute, ja. Ja. Es gibt einen guten Spruch, Konzentration schließt Aufmerksamkeit aus. Und das ist ja so, wenn du dich auf irgendwas konzentrierst, dann kannst du einfach nichts anderes mehr machen. Das ist einfach so. Also braucht man das nicht irgendwie glauben, dass es irgendein bestimmtes Geschlecht ist, besser kann. Nö, es ist nicht so. Es heißt ja auch, oder es wird ja immer auch so gern gesagt, ja, Männer können halt nur eine Sache gleichzeitig, dafür halt richtig, und Frauen machen mehrere, aber dafür halt nicht richtig. Im Prinzip gilt es ja da auch wieder, wenn du mehrere Sachen auf einmal machst, dann kannst du ja halt nicht mit voller Konzentration, ja, machen. Ja, das geht einfach nicht. Also wenn man was macht, muss man es gescheit machen oder gar nicht. So, wo kann man jetzt noch hinfahren? Da links vorne ist eine Offroad-Veranstaltung. Offroad finde ich wirklich geil in Horizon. Offroad. Warte mal, ich fahre mal voraus. Das oder fahren wir du voraus, ja, genau. Irgendwo da vorne auf der Map sehe ich irgendwas da vorne irgendwo. Ja, Offroad muss ich sagen, ist jetzt eher überhaupt nicht meins. Okay. Ich bin eigentlich auch wirklich auf der Rennstrecke zu Hause. Deswegen habe ich auch hier zum Teil mit manchen Veranstaltungen echt so meine Probleme. Ich glaube, es musst du starten und dann kann ich, glaube ich, beitreten. Nein, du musst starten. Ah, ich muss starten. Ja, der Präsident. So, der El Presidente muss ich starten, genau. Ja, machen wir Autoklasse. Ich bin ja hier nur der Pöbel und dann ist einfach nichts. Ach, was? Da. Wenn du der Pöbel bist, dann was bin dann ich? Also, nee. Also, lassen wir da einfach mal alles so. Ich meine, jetzt haben wir jetzt mal B-Klasse, ich weiß nicht, ob es da was gibt. Passt schon, irgendwas habe ich schon. Irgendwas wird es geben. Irgendwas wird es geben. Da ist ein Klassiker dabei. Ach man, das wird die Leute freuen. Ja, da habe ich sogar zwei Autos, die ich schon mal hatte. Ich glaube, dann nehme ich einfach mal den einen davon. Na, welcher nehme ich jetzt? Aber das war nicht der richtige Klassiker. Ist das nicht der richtige? Schaut nur das Design von dem Klassiker, nämlich ein Audi. Okay. Achso, du hast den Audi Quattro, oder wie? Ja, aber nicht den Quattro. Das ist ein anderer, aber mit der Lackierung von ihm. Das ist der neuere, glaube ich, schon. Okay. Das ist nämlich auch bei mir auch mein Wunsch gewesen beim Event, dass ich den nehmen sollte, aber den habe ich damals nicht gefunden und bei Fotendo genommen. Aber ja, mei. Ah ja. Oh, ja. Mit dem, ja, erinnert weil. Schön an Walter Röhrl, ne? Genau so ist es. Ja, Walter Röhrl. Für mich ja das Motorsport-Ikone, also. Steht für mich echt über allem, muss ich sagen. Habe ich auch meinen Zuschauern schon mehrmals gesagt. Naja. Für mich auch so super sympathisch natürlich. Ja, vor allem die sind halt wirklich nur Rennen gefahren, weißt du? Ja. Das, ja. Das, was mich in der heutigen
Racing, also ich muss auf der Straße weg, in der heutigen Racing-Geschichte ein bisschen stört. Es geht oft nur mehr um Technik, Elektronik, Steuergeräte, Telemetrie und was der Teufel was. Ja. Und der richtige Fahrer ist eigentlich, ist eigentlich nicht mehr so richtig gefragt. Ja. Und für mich ist das größte Negativbeispiel, weil mir sicher einige verfluchen, aber die Formel 1. Also die Formel 1, ich denke mir immer wieder, um was geht's da? Ja? Ich bin mittlerweile der Meinung, da kannst du offen reinsitzen ins Cockpit und der braucht nur Gas geben und alles andere, du musst da rüberfahren. Baum. Nicht einmal getroffen. Und da kannst du offen reinsitzen und das Rest macht die Elektronik. Ja? Man, es ist nicht so, ist mir schon ganz klar. Aber ich hab bitte nichts mehr am Hut. Ja, also muss ich ja auch absolut zustimmen. Ich war ja ein Formel 1 Fan der ersten Stunde, also seit ich mich zurückerinnern kann. Und ich war damals halt auch gerade eben halt mit der Michael Schumacher Ära, bin ich halt total aufgewachsen. Und das war für mich auch immer jeden Sonntag, egal wie viel Uhr das Rennen war, aufgestanden. Also wenn es mal wirklich früher morgen um 6 war. Aber ich muss halt einfach sagen, die heutige Formel 1, ich gucke das gar nicht mehr. Also das ist so, ich meine, wenn ich einen Knöpfle drücken muss zum Überholen, damit mein Flügel umklappt und so Sachen. Ist echt für mich, hört es ja für mich halt echt auf. Also, nee, also für mich auch nicht mehr. Also ich gucke wirklich gern Motorsport, dann mal wirklich so MotoGP, also mal die Motorräder. Da wird auch noch richtig Racing gefahren. Und dann halt so ADAC GT Masters oder so, also GT-Fahrzeuge, wie ich mittlerweile sehr gern. Oder wo ich jetzt auch so meine Leidenschaft so ein bisschen auch als Zuschauer entdeckt habe, sind tatsächlich so Langstreckenrennen. Also wirklich mal so 24 Stunden Le Mans, 24 Stunden Nürburgring, sowas. Also irgendwie hat es auch so seinen Reiz. So wirklich dieses Material, wo man einfach so lange durchhalten muss, Mensch und Maschine. Ja, hat echt viel mehr Reiz jetzt für mich gefunden. Also ich war ja lang der Fan von der NASCAR-Serie. Ja. Und bin ja selbst virtuell auch mal NASCAR gefahren. Es ist eine der größten deutschen Online-Liga. Und das ist einfach für mich der Motorsport schlechthin. Weil die fahren auch mit alter Technik im Prinzip. Also mittlerweile auch nicht mehr ganz so, aber damals war es wirklich nur so mit Vergasermotoren, normale Scheibenbremsen, 850 PS Motoren ohne Turbo. Weil wirklich Viergangschaltung, also wirklich Handschaltung, also wirklich ganz primitiv das Ganze. Und trotzdem, ich habe gerade einen Erfolg freigeschaltet, was ist denn da los? Wettbewerbsfähig, ja, danke, das freut mich aber. und das ist halt wirklich halt noch, und vor allem du weißt bis zum Schluss nicht, wer gewinnt, weil du durch diese Gelbphasen, was da gibt, Geld immer zusammengeholt wird. Sagen wir so ehrlich, bei der Formel 1, wenn du die ersten drei Runden gesehen hast, dann ist eigentlich fast meistens gelaufen. Weil was sollte denn noch passieren, ja? Das stimmt, ja. Also, also da ist die NASCAR, also vor allem auch, wenn du mal wirklich mal was isst, mal in die Box musst, da mal ein bisschen zurückliegst, ist das Rennen trotzdem noch nicht für dich vorbei, weil du dann doch wieder mal, also ja, das genau, ist doch echt ist spannend. Das, ja. Das ist doch schon echt sehr gut, ja. Aber wie gesagt, das Gott sei Dank gibt es ja verschiedenste Orten des Motorsports und so kann sich natürlich jeder seins raussuchen und wenn er halt Formel 1 trotzdem mag, dann ist es halt so und es ist eh in Ordnung. Aber mir persönlich fehlt wirklich die menschliche Leistung. Also sicher, das gesamte Team und so weiter ist schon da, aber ja, mir fehlt einfach wirklich diese sportliche Leistung irgendwo. Ja, das stimmt, ja. Nee, das stimmt, aber ich gucke auch total gern. Auf YouTube gibt es ja echt mal so ein paar Leute, die glücklicherweise so alte Rennen und so auch mal hochladen. Das gucke ich auch echt mal total gern mal an. Also weil wirklich, ich muss sagen, der Motorsport früher halt auch noch ein bisschen anspruchsvoll, ne? Da waren halt wirklich die Fahrer oder. Also ich will den heutigen Rennfahrern natürlich nicht ihr Können absprechen. Ja, ist ganz klar. Aber es ist halt trotzdem anderer Motorsport gewesen. Ne? Das ist bei alles auch, ich muss sowieso lachen, wenn du das Skifahren anschaust. Das ist wenigstens etwas, was wir Österreicher können, das Skifahren. Ja. Aber wenn du so einen Slalom anschaust, wenn man dir denkst, Protektoren rundherum drauf. Die Stangen sind Kippstangen, die werden nur weggeboxt. Also wenn es doch mir ginge, ich würde da wirklich Eisenstangen reinstellen, ja. Und das heißt vernünftig rundherum als Slalom fahren, ja. Und ohne diesen ganzen Klimbim rundherum. Hey, aber naja. Komm rein, damit wir ihn aufpolieren können. Na, das stimmt schon. Ja, bin mal gespannt, wie sich das entwickelt als Formel 1. Wie gesagt, das ist wirklich nichts mehr, was mich auch nicht mehr so reizt zum Gucken.
die wiederum die Technik daran finde ich ja schon interessant, so was da möglich ist, ne? Was, wie schnell die da um die Kurven brettern können, und das ist schon der Wahnsinn, aber ich so zum, als Zuschauer, als reiner Zuschauer, ne, ist das doch echt eine langweilige Sache. Technisch ist es, also es ist einfach ein technisches Limit, was die da bewegen, und das ist schon beeindruckend natürlich, ja. Ist beeindruckend, was man machen kann, ist beeindruckend, wie man Materialien verarbeiten kann, dass die möglichste Sicherheit geben, obwohl sie irrsinnig leicht sind, und weil man so Kohlefaserzeug in der Hand gehalten hat, es ist unglaublich, ja. Oder so ein Formel-1-Rad, also das Rad von so einem Auto, ich weiß nicht, ob du sowas schon in der Hand gehabt hast, also ich habe mal in einem Reifenhändler gearbeitet, der hat so ein Rad stehen gehabt, das kannst du dir nicht vorstellen, wie leicht das ist. Also da wiegt der Reifen mit der Felge weniger wie vom normalen Pkw der Reifen alleine. Also das ist eine Magnesiumfelge, und der Reifen ist aber so dünn, also vom Gefühl her kannst du mit einem Kugelschreiber locker in die Seitenwand reinstechen. Also das ist wirklich beeindruckend, ja. Und der Reifen an sich, der klebt direkt. Das ist wie so, ja, wie wenn du das kennst, diese Gummimatten, die du fürs Auto hast, dass der, wo du das Handy drauflegen kannst, diese Gecko-Matten, wie sie die nennen, diese Mikro-Dinger, wo das Zeug draufklebt, mehr oder weniger, ja. Und so fühlt sich das fast an. Das ist wirklich sehr spektakulär. Aber halt wirklich nur für Rennen gebaut. Ja. Also im Privatbereich kannst du das nicht nutzen, weil da ist der Reifen einfach gleich mal hin. Ja. Wo kursen wir denn da eigentlich hin? Kommen wir da hinterher? Ich habe eine Route mal gesetzt. Zu deinem beliebten Geländerennen habe ich mal eins rausgepickt. Ah ja, gut. So, ein bisschen hier über die Autobahn. Da hat das Auto rausgekramt, war keine gute Idee. Vierter Gang, 180 ist Schluss. Der hier fährt sogar 400, das ist echt der Wahnsinn, was man da aus so einem Japaner also rausholen kann. Ich habe jetzt alle beide Games, ich habe jetzt Horizon und ich habe The Crew. Ja, da wollte ich ja auch noch drauf ansprechen, das haben wir ja auch gesehen, dass du beide Spiele hast, weil ich spiele jetzt auch The Crew, habe ich jetzt angefangen. Habe auch deine Videos geguckt, die du dazu gemacht hast, so eine kleine Rezession. Und da sind wir ja auch beim Thema, was du jetzt auf YouTube machst, ne? Also dass du halt auch mal wirklich mal einfach so deine Meinung zu Spielen raushaust und so. Ja. Genau. Und ja, da fand ich interessant, du hast gesagt, dass das Tuning oder das Tuning-Einbau für dich nicht so die Motivation darbietet, weil es halt direkt eingebaut wird. Ich jetzt wiederum habe da so ein bisschen andere Ansicht an der Sache. Ich fand es sogar sehr fördernd irgendwie, also dieses, weil du für jedes Rennen gibt es ja diese Bronze, Silber, Gold Sachen, die du gewinnen kannst. Und eben halt, also, dass da halt, und dann halt in verschiedenen Stufen, also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Motor hast, dann gibt es halt eine Stufe 5 zum Beispiel, und dann gibt es ja eben halt diese drei Kategorien, Bronze, Silber, Gold, und später kannst du halt dann eine Stufe 10 Motor. Und bei mir war es jetzt sogar tatsächlich auch mal so, dass ich mal irgendwas freigeschaltet habe, was ich noch nicht einbauen konnte. Das habe ich gesagt gehabt, ja. Und ja, also ich finde es eigentlich sogar sehr fördernd, irgendwie so die Sachen. Also das ist halt so ein bisschen so ein Freischalteffekt, was du jetzt hier in Forza hast. Ja, die schon, aber ich würde mir wünschen, sag, okay, du hast es gewonnen, dann musst du wirklich in die Garage fahren, dann kannst du, dann siehst du es ordentlich in Übersicht und baust es ja direkt ein und so. Also mir geht es einfach ein bisschen zu schnell fast, weißt, weil du klickst drauf, zack, erledigt, und geht gleich weiter. Ja. Also ich habe heute ein bisschen gelevelt, ja, das geht ja gut. Also einfach eines noch Event nach dem anderen einfach anklickst und Blitzreise machst und fertig, ja. Also und vielleicht muss man für das Game einfach anders sehen als Ganze. Das ist natürlich auch ganz klar. Es ist einfach ein Arcade-Racer. Ja? Also ja, jetzt, wo ich über Horizon da fahre, ist einfach mit der Lenkung, spricht ganz anders an. Also das ist wirklich das Gefühl eines Racings. Ja? Das hast du bei The Crew ja, nicht unbedingt. Ja? Und grafisch natürlich ist der Horizon auch Welten besser, muss man auch sagen. Ja? Ja. Obwohl natürlich die Open World extrem ist. Also das ist wirklich brutal, also das ist wirklich genial dabei bei der Crew, wenn du da einfach von A nach B cruist und fährst und kommst du sie Vororte. Obwohl natürlich was ein absoluter Fauxpas ist, wo man denkt, Alter, wie darf es das heutzutage geben? Das sind diese Außenspiegel und Innenspiegel. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, das ist etwas, liebe Leute, das kann es heutzutage nicht mehr geben. Ja, es ist vor allem, das ist ja auch von der Rechenleistung jetzt nicht die Welt. Das jetzt, also so viel mehr Performance braucht es ja nicht. Das mag ich nicht beurteilen, ja, aber also nur eine graue Fläche machen. Also, ja. Ja, das ist auch echt ein Minuspunkt, gerade in der Cockpit-Sicht. Also schön, dass eine drin ist, aber das finde ich auch, das ist echt ein großer Minuspunkt. Ja, ich meine,
für das Spiel selber ist es mir eigentlich wurscht, weil wie oft schaue ich wirklich im Spiegel, aber da geht es ums Prinzip, weißt, das kann nicht sein, nein, dass wir von neuer Generation reden und das und da und nur zu sagen, welch tolles Game, wie super das ist und dann hast du graue Innenspiegel. Bei der Beta haben wir gedacht, ja gut, ist eine Beta, ja, wird schon kommen. Ja, Pustekuchen, nichts ist da. Ich meine, ich finde es halt schon eher sehr, sehr komisch, ja. Ich muss ja sagen, ich war jetzt einer der wenigen, der die Beta gar nicht gespielt hat. Ja. Weil ich habe das damals auf der Gamescom gesehen. The Crew war sehr interessant, so ja, ganz Amerika befahrbar, MMO, okay. Dann habe ich es ein bisschen als noch verfolgt und irgendwie hatte ich halt immer so das Gefühl, die ruhen sich so ein bisschen auf diesem, guck mal, wir haben ganz Amerika, wo ihr befahren könnt, also halt natürlich in einer kleinen Darstellung, aber halt trotzdem Ost- bis Westküste, die ihr befahren könnt. Und irgendwie habe ich halt immer so das Gefühl, das ist halt das, auf dem ruhen sie sich so ein bisschen aus. Leo, dann hat mich auch die Beta gar nicht interessiert, muss ich sagen. Ja. Bin jetzt einfach nur über Zufall, bin ich jetzt halt doch dann zur Vollversion gestolpert und bin jetzt natürlich halt schon etwas positiver, überraschter über das Spiel. Wie vielleicht manch andere. Also ja, es macht Spaß, das ist kein Thema, ja. Es macht Spaß. Trotzdem hat es einfach immer wieder so einen bitteren Beigeschmack. Ja? Und wo man einfach denkt, liebe Leute, wieso macht es nicht gescheit? Ja? Was ist jetzt wirklich MMO bei dem Game? Du kannst es komplett alleine spielen, es ist völlig wurscht, ob du es in der Crew spielst. Es spielt genau null Rolle. Ja? Du hast sogar eher noch Ärger, dass es ein MMO ist. Also ich hatte jetzt letztens sogar ein, der mir aufgelauert ist, mich regelrecht verfolgt hat und gedacht hat, er muss mich regelrecht rammen, dass ich sogar dann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, gut, jetzt geh halt mal raus, ne? Weil ja gut, online wirst du immer Idioten haben, das ist das Problem. Man, das ist ja bei GTA 5 momentan, also kommt mir vor, wenn du online spielst, also da kommen wir oft vor, also akustisch, verbal kommen oft vor, wie damals bei Counter-Strike, ja? Die kleinen Kiddies, die nichts anderes können, wie diese speziellen Schimpfwörter, ja? Wo man denkt, hey, Alter, für das will ich nicht online gehen. Weil da kannst du nur eine Gruppe, kannst du nur schauen, dass du halt ein paar Leute einlädst und deine eigene Gruppe machst und dann halt deine Events nach der Reihe abklapperst, aber dass du sagst, du bist wirklich so frei in der Welt herumlaufen, einfach nur zum Spaß irgendwas, ja. Was also recht, kannst irgendwie knicken momentan. Das ist Offroad, ist was haben wir da jetzt? Ja, das ist Offroad. Oh, warte mal, so, mit Allrad, weißt du. Was habe ich denn da? Ja, die Allradfahrzeuge in der. Okay, das war, glaube ich, jetzt nicht so schlau, die. Aber da habe ich was. Ich habe auch was, das ist super geeignet für Offroad. Ja, ich habe hier jetzt ein Fahrzeug, das kommt aus deinem schönen Lande. Wahrscheinlich auch das einzigste Auto, was aus dem Lande kommt, was in dem Spiel ist. Bin gespannt. Ja. Darfst du gespannt sein? Ach so, ja, der X-Bow natürlich. Natürlich, ja. Aber der ist ja gar nicht mal so schlecht im Gelände. Den habe ich sogar schon mal gesehen, wie er am Baum gehangen ist. Ja? Also der hat es in einer ausgeliehen und dann ein paar Meter danach hat er noch gegen einen Baum gesetzt. Ja. Carbon hält zwar viel aus, aber es bricht ganz gut. Ja? Das schaut lässig aus nachher. Ja, aber zum Thema eben halt diese Generation Internet, das ist auch so ein Thema für sich. Da kann man sich, glaube ich, auch, könnte man jetzt auch Stunden drüber debattieren. Von den Leuten her, ja. Ja, es ist, obwohl ich glaube, das darf gar nicht aufs Internet beschränken, ist einfach unsere Gesellschaft ist momentan so ein bisschen schräg. Oh, Baum, oh, also zwischendurch, geil. Boah, und ich überschlage mich, das ist ja natürlich super. So viel zum Thema X-Bow im Baum hängen, ne? Ja, genau. Oh, ehrlich. Diese Generation Internet, will ich beim Internet sagen, ist einfach unsere Gesellschaft momentan ist ein bisschen krank. Ja. Ich bin jetzt mittlerweile 41 Jahre und denke mir oft, alter Schwede, wo führt das noch hin? Ja? Wenn man oft denkt, wie sie, also wie ein Baum erwischt, jawohl, sehr gut. Wenn man so denkt, ob es Jugendliche sagen soll, aber ist ja nicht einmal, weil es sind ja erwachsene, genug Idioten unterwegs. Super, wenn ich hinter Baum auf der Scheibe. Da bin ich mir oft nicht so sicher, was da werden soll, ja, aus dem Ganzen. Ja, wie gesagt, das ist so ein Thema, da könnte man nicht wirklich lange drüber diskutieren. Aber vielleicht kommen wir zum Thema technisch wieder zu dir zurück oder vielleicht mal ein bisschen Werbung für dich, Mann. Ich habe jetzt gesehen, du hast einen Weihnachts-Livestream geplant am 19.12. Ja, genau. Und da suchst du ja noch ein bisschen Unterstützung. Und da habe ich gedacht, komm, das können wir doch heute auch mal gleich mal natürlich ein bisschen Werbung dafür machen. Das war cool, super, ja. Ja, vor allem gibt es wirklich geile Sachen zu gewinnen, weil ich, also hundertprozentig garantieren kann ich noch nicht alles, aber
eins, also eins kann ich auf jeden Fall garantieren, Assassin's Creed Unity gibt's, Assassin's Creed Black Flag gibt's. Es wird wahrscheinlich auch die Crew geben, da warte ich nur drauf. Und ein paar andere Sachen, so 10 Euro Gutscheine für Xbox Live und so Dinge halt einfach. Zwei Wochen Xbox Live gratis und solche Dinge. Na, und ja, sehr stark. Also schon ein bisschen was, was einfach teilweise auch aus der... Wo fahre ich irgendwie hin? Hallo? gegen einen Baum bin ich mal gefahren, ja, wunderbar. Also teilweise kommt es aus der Community, teilweise kommt es einfach aus meiner Tasche und teilweise ist es einfach ein bisschen Kohle, die einfach so zusammengekommen ist. Und sehr stark. Ja, das ist einfach, weil das ist das Zeug, wie gesagt, ich brauche das Geld, und der Wanderer wird erwischt, na Gott sei Dank. Ich brauche das bisschen Geld, was da von YouTube kommt, nicht fürs Überleben oder was, das ist einfach nur so ein nettes Beibrot, ja, die paar Cent, die zusammen. Und das geht einfach wieder in die Community raus und genauso das soll es sein. Ja, das ist eine starke Sache auf jeden Fall. Also Leute, ihr habt es gehört. Jo. Am ja, cool. 19.12. auf jeden Fall Livestream, da habt ihr auf jeden Fall eine Menge Spaß und ihr könnt auch noch Sachen gewinnen, das ist doch echt eine super Sache. Ich würde lieben gern auch zugucken, aber leider bin ich an dem Tag im Kino, gucke mir den neuen Hobbit an und sind schon auch gern dabei. Ah ja, schöne Ordnung. Ja, ich bin gespannt, weil es lustig, wenn ein paar Leute da wären, einfach, dass wir ein bisschen Interaktion haben und ja. Was gespielt wird, ist eigentlich wurscht, ja. Also alles, was ich so habe, mir ist eigentlich relativ egal. Solange die Community passt, solange da mit dem Chat was los ist, solange wir dann Spaß haben, bin ich da recht flexibel. So, Rennen ist auch fertig. Ein Österreicher hat ja gewonnen. Ja, ist zumindest das Fahrzeug. Ja. Gut, warte mal, ich würde überlegen, zweimal Baum, einmal Wand, auch nicht so schlecht. Siehst du, für mich wäre ein Spiel vielleicht gut, wo man so Punkte für diese Sachen bekommt, ja? Einen Baum getroffen. Was ich halt wirklich schlimm finde, dass man zum Teil manche Sachen hier kaputt fahren kann, die echt der Wahnsinn sind, wo man denkt, okay, wie kann ich das kaputt fahren? Dann so ganz kleine Bäume, wo man echt so denkt, gut, jetzt so einfach wegknicken kann man sie auch nicht, aber dass man da halt dann so stehen bleibt, wie wenn man jetzt hier gegen so eine Stahlwand fährt, da manchmal denkt man auch, könnte jetzt auch ein bisschen umgehen. Das sind also diese dubiosen Sachen, die man halt oft nicht versteht. Ja. Was ich einfach gerne hätte, man bei diesen Racern ist, man es gibt ja bei, wie heißt das Racing-Game auf der PlayStation? Das neue jetzt, oder? Ja, was? Ja, jetzt fällt es mir gerade ein. Jetzt wo du sagst. Ja, das ist furchtbar, gell? Weißt du, irgendwas Drive Club, genau so heißt Drive Club. Ja, genau, Drive Club. Ganz genau. Und da, zumindest bei der, auf der Game City, habe ich es kurz angesehen, da hat man wirklich Punkte bekommen, wenn man den Gegner gerammt hat, beziehungsweise wenn man gegen die Wand gefahren ist oder irgendwelche Sachen, ja. Und das sind Sachen, ich denke oft, das waren schon coole Dinge, weil, sagen wir uns ehrlich, bei Forza 5 oder Forza 4 ein Online-Rennen mit Fremden zu fahren, ja, das ist furchtbar. Das kannst du vergessen. Meine, da kannst du in die Ecke stellen und warten, bis du über den Haufen schießt und fertig. Ja. Ja. Und das ist da bei Horizon 2 auch nichts anderes. Ja. Also mit Randoms ist das immer so, also wenn du gleich wegkommst beim Start oder einfach gleich hinten wartest, dass da einfach Platz ist, kannst du es vergessen. Das stimmt. Also faire Leute sieht man da eigentlich so gut wie nie. Und das war auch damals der Grund, warum ich zum Beispiel eben in der Liga dann angefangen habe, einfach um dieses faire Fahren einfach ein bisschen zu haben. Und das hat auch einfach 100-mal mehr Spaß gemacht, das ist ganz klar. Also das ist schon, kann ich auch jedem nur mal empfehlen, vielleicht mal gucken, ob man irgendwo mal an irgendeinem Event mal teilnimmt oder irgendwie sowas, wo dann halt wirklich Leute dabei sind, die auch alle den Anstand haben, fair fahren zu wollen. Weil einfach irgendwie eine Online-Lobby joinen, das, ich weiß nicht, das ist echt mehr Frust als Spaß. Wobei man sagen muss, Brettspiele machen trotzdem aggressiv. Ja, also ich habe bei uns auch gemerkt, wo wir diese Liga gefahren sind, da hat es immer wieder Diskrepanzen gegeben, weil halt, es ist einfach halt, es liegt in der Sache der Natur, ja. Jeder bemüht sich, jeder bereitet sich darauf vor. Ja. Und dann ist es einfach halt so, in einem Eifer des Gefechts, ja, der eine bremst halt nicht so viel, wie er gerne sollte, und der andere bremst halt auch nicht, weil sie denkt, der wird schon bremsen und so, ja. Und im Endeffekt knallen sie dann beide weg und dann ist halt der Frust groß, ja. Und dann gibt es halt dann im Nachhinein so ein bisschen so verbale, schriftliche Ausschreitungen auf Facebook und Co. Weil das sind dann zwar eh wieder die Kletten, ja, das kann man dann wieder eh klären und so weiter, aber trotzdem, man merkt einfach schon, dass das Sportspiele schon sehr aufregen, ja. Ja. Aber da sieht man, denke ich, auch, dass
spiele, in Anführungsstriche, dann halt doch auch diesen sportlichen Ehrgeiz einfach auch entwickeln. Weil ich denke, das natürlich kommt ja einfach auch daher. Und das ist auch einfach schön zu sehen, auch in der Sicht. Auch wenn das in dem Moment vielleicht für die Beteiligten dann nicht so schön ist, wenn man sich dann natürlich streitet, aber in anderer Sichtweise zu sehen, ist das natürlich schon auch toll zu sehen, dass man halt wirklich diesen sportlichen Ehrgeiz entwickelt. Ja, so ging es mir auf jeden Fall auch. Also das ist, wo ich eben in der Liga war, da gab es natürlich auch ab und zu mal einen Crash oder sowas. Natürlich, wenn man weiß, dass man schuld war, dann hat man sich natürlich dafür auch entschuldigt. Andersrum, wenn man halt gecrashed wurde, natürlich hat man sich dementsprechend auch aufgeregt. Aber das ist genau das, was du jetzt angesprochen hast. Naja, das ist schon sehr gut. So, ja, jetzt sind wir aber von einer Zeit am Ende auf jeden Fall angelangt. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich sag danke. Nicht gedacht, dass du da einfach so mitmachst, weil das ist einfach, muss ich ehrlich sagen, für wenn man ein YouTuber ist, wenn man dann wirklich mal fragt, ob jemand mitmachen will, der dann doch ein bisschen größer ist. Manche, ja, ich weiß nicht, bilden sich dann, glaube ich, doch manchmal drauf was ein und sagen dann, nee, machen sie nicht. Aber bei dir nicht, und das finde ich toll. Und vielen Dank auf jeden Fall. Und wie gesagt, an die Leute, schaut am 19.12. vorbei, guckt vielleicht auch mal auf der Facebook-Seite von Bitwalker, da ist das auch nochmal alles vermerkt. Und natürlich werde ich auch für die Leute, die Bitwalker noch nicht kennen, sollte vielleicht ein paar geben, bei denen das so ist, werde ich natürlich nochmal alles verlinken, YouTube, Hitbox-Kanal und eben auch Facebook und alles drum und dran, dass ihr da auf jeden Fall vorbeischauen könnt. Ja. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ja, wenn man ein paar Gesichter von anderen auch mal sieht. Ja, alles klar. Ja, wunderbar. Also ich bedanke mich nochmal und dann würde ich sagen, hat Spaß gemacht und vielleicht mal wieder, wenn es genehm ist. Ja, alles klar. Gerne, natürlich.